Ich arbeite seit bald 15 Jahren in der Globetrotter-Filiale in Zug. Im Sommer 2018 bin ich zusammen mit meiner Familie für 7 Wochen nach Australien gereist. Weil ich meistens hinter der Kamera gestanden bin, möchte ich euch auch meine Familie schnell vorstellen. Ihnen werdet ihr während dem Vortrag auf den Bildern und in den Videos öfters begegnen. Zu meiner Rechten ist mein Mann Robin und unsere beiden Kinder, der Rico und Tamara. Sie sind zum Zeitpunkt der Reise 7 und 5 Jahre alt gewesen. Australien liegt auf der Südhalbkugel und ist 13'000 bis 16'000 Kilometer von der Schweiz entfernt, je nachdem von welcher Stadt in Australien das man ausgeht. Mit dem Flugzeug kann man Australien in etwa 20 Stunden erreichen, mit einmal umsteigen. Gute Flugverbindungen von der Schweiz her gibt es via Dubai, Singapur oder Hongkong. Australien ist etwa 185 Mal grösser als die Schweiz. Sie haben aber nur 3 Mal mehr Einwohner als wir. Das heisst etwa 25 Millionen. 90% der Bevölkerung lebt in den Städten, die ihr hier auf der Karte eingeblendet seht. Oder zumindest im südlichen Teil von Australien. Das heisst, es gibt riesige Gebiete in Australien, wo sozusagen menschenleer sind. Zu den Städten, die ihr auf der Karte seht, gibt es auch gute Flugverbindungen. Wir haben für unsere Reise nach Darwin Welle. Das ist oben in der Mitte. Wir haben uns für ein Routing von Zürich via Dubai und Singapur nach Darwin entschieden. So haben wir von 2 Nachtflügen profitieren und das ist uns mit den Kindern recht wertvoll vorgekommen. Wenn ihr mit grösseren Kindern reist oder ohne Kind, dann ist eine Flugverbindung mit einmal umsteigen sicher praktisch. Die nächsten 45 Minuten nehme ich euch mit auf unsere Reise durch die Weite und die Ruhe vom australischen Outback. Wir reisen zusammen über den Savannah Way. Das ist die Outback-Strecke von Darwin nach Cairns, die wenig befahrene Outback-Route. Nach dem Outback folgt der Dschungel und schlussendlich das Meer. Wir sind mit einem 4x4 mit Dachzelt unterwegs gewesen. Während dem Vortrag werde ich euch auch nützliche Informationen zum Reisen mit Kind weitergeben können. Auf was ihr gespannt sein könnt, habe ich euch in meinem ersten Video als Einstieg zusammengefasst. Nach einer Flugreise von 22 Stunden und einer Zeitverschiebung von 7,5 Stunden sind wir am Morgen um 5 Uhr in Darwin gelandet. Wir waren müde, aber wir wollten bis am Abend durchheben. So sind wir zum Beispiel das Besucherzentrum der Royal Flying Doctor Service besuchen. Von diesem fliegenden medizinischen Service können die Leute in Australien, die weit ab von der Zivilisation leben, heute noch profitieren. Das seit bald 90 Jahren. Wir sind auch durch die Fußgängerzone von Darwin geschlendert und dann haben dort wieder einmal frische Scones mit Datteln gegessen. Die haben mich dann gerade wieder an meine letzte 6-monatige Reise durch Australien erinnert. Am Pool ist für die Kinder die Zeit sehr schnell vorbeigegangen. Für uns Erwachsenen ist es etwas länger vorgekommen. Zu Abend um 5 Uhr haben wir uns dann mit gutem Gewissen ins Bett legen
Und am nächsten Tag war das Jetlag sozusagen überwunden. Für mich war das die dritte Reise nach Australien. Und das Mal habe ich für uns eine spezielle Route durchs Hinterland, also das Outback von Australien, ausgesucht, die mehrheitlich über unbefestigte Strassen geführt hat. Wir sind in Darwin gestartet. Im Kakadu-Nationalpark haben wir erste Reiseerfahrung im Outback mit den Kindern gesammelt. Catherine haben wir vor allem als Versorgungspunkt genutzt, obwohl es da auch einige interessante Ausflüge gibt. Wir sind weiter zum noch jungen Limmen-Nationalpark gereist. Via Borolula und Hell's Gate haben wir dann die grüne Oase Bocamulla-Nationalpark erreicht. Von hier aus führen verschiedene Wege nach Cairns. Ich gehe während dem Vortrag ein bisschen neuer auf die Orte von Karumba, Granite Gorge, Daintree Nationalpark, Cape Tribulation und Fitzroy Island ein. Das ist keine klassische Route und ist nicht für jedermann gemacht. Wenn ihr jetzt das erste Mal nach Australien wettet, dann könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Dann kann ich euch die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Wir haben für unsere Reise das Outback mit der roten Erde erleben. Wir wollten ohne Handyempfang sein. Und wir haben den stockdunklen Nachthimmel mit den Millionen von Sternen gesehen. Wir haben die Abschiedenheit, die Ruhe und die pure Natur gesucht und natürlich auch gefunden. Wir haben einmalige Begegnungen mit Tieren gehabt. Die Lorikeets hier sind unser natürlicher Wecker am Morgen gewesen. Wir haben Tiere aus nächster Nähe beobachten und wir haben Tierarten gesehen, die wir nicht einmal gewusst haben, dass es sie gibt. Und nicht zuletzt sind wir immer wieder durch wunderschöne, spektakuläre, fast unberührte Landschaften belohnt worden. Wir sind während der Schulferien nach Australien gereist, also im Juli, August. Gemäss dem Aboriginal-Kalender ist das ihre kalte Jahreszeit. Für Touristen ist eine Reise im Norden von Australien aber zwischen Mai und September ideal. Dann herrscht Trockenzeit und man kann Flussdurchquerungen machen. Tagsüber wird es immer noch 30 Grad und nachts auch nicht unter 20. Für eine Reise durchs Outback braucht man ein gutes 4x4 Fahrzeug. Wir haben uns für einen Toyota Land Cruiser entschieden. 4x4 Fahrzeuge gibt es mit manueller Schaltung oder als Automat. Wichtig ist ein grosser Treibstofftank. 140 Liter sind okay. 80 Liter wären zu wenig, dann müssen wir noch einen Kanister mitführen. Auf die Miete von Campingtisch und Stuhl haben wir aus Platzgründen verzichtet. Aber die Campingplätze sind in der Regel gut eingerichtet. Sie haben Sitzgelegenheiten und Kochmöglichkeiten. Wir haben nur wenige Mal auf wirklich einfache Art müssen kochen. Unsere Kinder haben oben im Dachzelt geschlafen und ihre Leiterin hat gerade zu uns oben ins Schlafzimmer der Eltern geführt. So sind wir miteinander verbunden und nahe beieinander, wenn mal zur Nacht etwas gewesen wäre. Eine andere Lösung ist, dass man in zwei separaten Dachzelten schlafen kann. Oder man kann auch ein Zelt am Boden aufstellen. Wenn man nur das zweite unterwegs ist, dann gibt es 4x4 Fahrzeuge, wo man drinnen schlafen kann. Die beiden Fahrzeugtypen, die sich eignen, wenn man mit mehr als zwei Personen unterwegs ist, die lasse ich euch jetzt von einem australischen Profi nochmal erklären. One of our fleet is what we call a Safari Toyota Land Cruiser. 5 berth. We generally recommend 4 people in it. Rooftop tent, it's got an annex, completely sealed, so snakes, spiders, they're not going to get in. Manual gearbox, comes with fridge, all your cooking facilities, comes with air mattresses, linen, chairs, table, so you can sit out there and enjoy the great outdoors. This one's ideal for those people that actually want to get out there that little bit further, experience that little bit more remote sort of place. A Land Cruiser is a tough vehicle. Another vehicle in our fleet is what we call the Outback, the Toyota Hilux. Still a very capable vehicle. 5 berth, you can put 5 in it because there's a fair bit of space in the back. More comfortable ride, smoother, softer ride. Full automatic, sleeps 5, but each ground tent can hold 4 people. So if it's mum, dad, 3 kids, you'll be fine with the Outback. Comes with your Engel 40 litre fridge, all your cooking facilities, self-inflating mattresses, sleeping bags, linen, chairs and a table. This vehicle is ideal for your family, mum, dad, few kids. You'll still be able to get out, see the remote places, just a little bit more comfortable for the family. Dünnt vor der Abfahrt nein, alles Material kontrollieren und lasst euch alles erklären.
Ich empfehle euch, dass ihr am Tag der Fahrzeugübernahme euch nicht mehr allzu viel vornehmt. Eine Fahrzeugübernahme erfolgt normalerweise erst am Nachmittag. Und dann hat es meistens auch noch andere Leute, die das Fahrzeug übernehmen wollen. Die ganze Einführung braucht Zeit. Nachher müsst ihr euch einrichten, wahrscheinlich einkaufen und vielleicht noch Sachen ausprobieren. Wir sind am Tag der Fahrzeugübernahme noch genau 14 km zum nächsten Campingplatz gefahren. Dafür haben wir hier noch einige Annehmlichkeiten wie einen Pool, Live-Musik und ein feines Barbecue können geniessen, bevor es dann losgegangen ist. Am nächsten Tag waren wir dann parat. Wir wollten 4 Tage Outback-Luft schnuppern. Auf diesen 4 Tagen haben wir schauen, wie die Kinder auf einer Reise im Outback über Schotter, Strassen und lange Fahrten mitmachen. Auch haben wir den Vorratsverbrauch von der Familie und den Treibstoffverbrauch vom Auto genau untersucht. Wir sind losgefahren Richtung Kakadu Nationalpark. Die vielbefahrene Tierstrasse haben wir dann schon gleich verloren und sind auf die Old Chim Chim Road abgebogen. Auf den nächsten 100 Kilometer sind uns dann noch genau 2 Autos begegnet. Eins hat uns überholt und eins ist uns entgegengekommen. Der Kakadu Nationalpark ist fast halb so gross wie die Schweiz und liegt 3 Stunden von Darwin entfernt. Der Kakadu-Nationalpark ist bekannt für die grossen Flusssysteme, für die Aboriginal Felsmalereien, für die vielen Vogelarten, Schildkröten und Krokodil. Weil ich schon mal im Norden des Kakadu-Nationalparks war, beschränken wir uns das mal auf den südlichen Teil des Parks. Wir fahren mit dem 4x4 zu den verschiedenen Wasserfällen. Wir unternehmen Wanderungen über Stock und Stein. Wir geniessen tolle Aussichten und kühlen uns in den natürlichen Pools der Wasserfälle ab. Wie hier auf dem Bild bei Maguk oder auch Barramundi Gorge genannt. In der Höhe oben hat es kein Krokodil, aber es ist wichtig, dass man auf den Rat von lokalen Leuten und Schildern beachten. Eine Bootsfahrt auf dem Yellow River gehört dazu bei einem Besuch im Kakadu Nationalpark. Und als wir auf dem Campingplatz in Coinda angekommen sind, haben wir Glück gehabt und haben 4 Plätze auf der Sonnenuntergangsfahrt ergattern. Dann ist die Stimmung auf dem Wasser am schönsten. Am Schluss des Videos sind wir hier oben auf den Felsen bei Ganglum gestanden und haben in die Ferne geschaut. Die Wasserfälle sind in der Trockenzeit ein Rinnsal. In der Regenzeit wäre es sehr eindrücklich, aber dann kann man sie nur mit dem Helikopter erreichen. Im Mai, gerade nach der Regenzeit, dann sind sie immer noch imposant, aber dann muss man sich gut über den Strassenzustand und den Wasserpegel in den Flüssen erkundigen. Die Landschaft ist auch in der Trockenzeit imposant, wenn man beispielsweise vor der 200 Meter hohen, senkrecht aufragenden Felswand von der Chim Chim Falls steht. Apropos Chim Chim Falls. Bei den Wasserfällen von der Chim Chim und Twin Falls, dort hat es auch Campingplätze. Aber ich möchte euch empfehlen, dass ihr noch am Nachmittag wieder zurückfahrt, zum Beispiel auf den Campingplatz in Coinda. Weil wenn ihr erst am Vormittag zurückfahren wollt, dann habt ihr Gegenverkehr
und die Autos wirbeln die Sand auf der Schotterstrasse auf. Und mit dem ist eure Sicht beim Fahren beeinträchtigt. Wir haben erst die Outback-Reiseerfahrung mit den Kindern sammeln. Wir können jetzt unseren Vorratsverbrauch und den Treibstoffverbrauch besser abschätzen. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass das Navigationsgerät nicht alle Strassen kennt. Und darum ist es wichtig, dass ihr eine gute Reisekarte dabei habt mit Kilometerangaben und GPS-Koordinaten. Mobilfunkempfang haben wir auch schon bald kennengelernt. Man kann in Australien ein Satellitentelefon mieten, aber das ist relativ teuer. Die meisten Autovermietungen geben euch mit einem 4x4-Fahrzeug einen Notfallsender mit. Mit dem kann man zwar nicht telefonieren, aber wenn man den betätigt, wird sofort ein Helikopter an euch in Position losgeschickt, weil dann geht man davon aus, dass ihr einen medizinischen Notfall habt. Das Gerät ist klein und kompakt. Wir haben das auch mit auf Wanderungen genommen und haben den Kindern erklärt, wie man das einschalten könnte in einem Notfall. In Catherine haben wir unsere Vorräte aufgefüllt und das Auto kontrolliert. Da gibt es lohnenswerte Ausflüge, zum Beispiel zum Nitmiluk Nationalpark. Auf Englisch sagt man dem Catherine Gorge. Die Schlucht kann man mit dem Kanu wunderbar erkunden. Bei der School of the Air kann man den Lehrer über die Schulter schauen, wenn sie die Kinder im Outback über das Radio unterrichten. Wir haben nicht allzu viel Zeit in Catherine verbracht, sondern wir haben uns auf unser Ziel, den Savannahway, konzentriert. Als Savannahway wird die Outback-Strecke zwischen Broome und Cairns bezeichnet. Von Catherine Richtung Westen sind es etwa 1500 km nach Broome und Richtung Osten sind es etwa 2000 km nach Cairns. Die westliche Strecke über Gibb River Road, die ist in vielen ein Begriff. Aber die Strecke Richtung Osten, die ist viel weniger bekannt. Und wir begegnen pro Tag nur einer Handvoll Autos. Zu unserer Zeit sind vor allem australische Fischer unterwegs gewesen. Die Natur auf der östlichen Strecke, die ist nicht weniger spektakulär und hat uns immer wieder verblüffen. Auf dem Bild hier seht ihr Bitter Springs. Das Foto habe ich stellvertretend für die vielen warmen Quellen aus dem Northern Territory reingenommen. Die warmen, glasklaren Wasser sind sehr einladend zum Baden, Schnorcheln oder Entspannen. Wir haben den Weg Richtung Roper Bar eingeschlagen. In 2 bis 3 Tagen werden wir den Limmen Nationalpark erreichen, wo uns die sogenannten Lost Cities, eine skurrile Landschaft aus Sandsteintürmen, interessiert. Den Weg zu der Western Lost City, den dürfen wir nicht unterschätzen. Ein Abschnitt von dem Weg seht ihr gerade hier auf dem Foto und weitere Abschnitte nachher im Video. Zum Gate vom 4x4-Track zu öffnen, muss man bei der Rangerstation den Code organisieren. Sind genau 7 Autos zu der Western Lost City reingefahren. Und wir sind am Nachmittag um 2 als letzte eingefahren. Ein Weg ist 18 km lang und man muss etwa 1,5 bis 2 Stunden pro Weg rechnen. Die unglaubliche Landschaft von Sandsteintürmen sieht man dann wirklich erst ganz am Ende von diesen 18 km. Für mich ist dieser Ort magisch. Es ist so eine spezielle Stimmung. Und es herrscht eine absolute Ruhe. Man fühlt sich wirklich total abgelegen. Wir hätten gerne noch jeden weiteren Winkel von dieser schönen Gegend erkundet. Aber wir mussten wirklich auch an den Rückweg denken. Die 18 km, die man wieder bis zu 2 Stunden braucht, verlangen noch einmal vollste Konzentration.
Da am späteren Nachmittag hatte ich das Gefühl, dass uns nur noch der Dingo und der massive Bull beobachtet. Wir haben wirklich vor der Dunkelheit den Campingplatz noch erreichen. Für uns ist er gerade noch mal gut gegangen. Aber ich möchte euch raten, dass ihr schon am Vormittag zu der Western Lost City reinfahrt. Weil dann habt ihr genug Zeit, die ganz spezielle Gegend auf euch wirken zu lassen. Und wenn ihr eine Panne solltet haben mit dem Auto, dann ist die Chance grösser, dass mal noch ein anderes Fahrzeug vorbeikommt. Ich muss sagen, ich habe die Strecke unterschätzt und ich bin schlussendlich wirklich froh gewesen, dass wir da noch heil rausgekommen sind. Wenn ihr spät dran seid, so wie wir, dann kann man wunderbar bei den Butterfly Falls auf dem Campingplatz bleiben. Die vielen Schmetterlinge, die es dort gibt, habt ihr vorher im Video gesehen. Wir können auch 30 km weiterfahren zu der Southern Lost City. Das ist ein kleineres, zugängliches Gebiet von Sandsteintürmen. Wir sind dann am zweiten Tag dort hingegangen. Das ganze Gebiet ist erst 2012 als Nationalpark ernannt worden. Und trotz vielen Recherchen im Voraus habe ich für unsere Reise im 2018 nur spärliche Informationen gefunden. Apropos Planung. Kinder brauchen viele Informationen. Normalerweise tun wir sie bei der Planung der Reise oder im Tagesablauf mit einbeziehen. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt in Australien schon viele anspruchsvolle Reisen, schon viele anspruchsvolle Wanderungen gemacht und es war nie ein Thema gewesen. Aber da bei der Southern Lost City, wo wir den kurzen, 2 Kilometer langen Rundwanderweg unternehmen wollten, war es für die Kinder ein kleines Drama gewesen. Aber sicher nur, weil sie im Voraus nichts davon gewusst haben. In Lorella Springs haben wir uns dann schon fast wieder in einer Art von Zivilisation gefühlt. Weil es da doch ein paar lokale Touristen und eine Bewirtschaftung gegeben hat. Doch in Wirklichkeit sind wir wirklich total abgelegen. Güter wie Treibstoff und Lebensmittel werden hier eingeflogen. Man kann sie teuer beziehen, aber immerhin sind sie vorhanden. Lorella Springs ist ein Wilderness-Park und ist Teil von einer fast unberührten, 400'000 Hektar grossen Rinderstation. Man kann hier verschiedene 4x4-Tracks bis zum Golf von Carpentaria unternehmen. Man kann viele Tiere sehen und natürlich in den warmen Quellen in der tropischen Umgebung baden. Zurück auf den Nathan River Road fahren wir nach Borolula und am nächsten Tag nach Hell's Gate. 320 Kilometer, das war die weiteste Strecke, die wir je an einem Tag gefahren sind. Normalerweise sind wir etwa 200 Kilometer pro Tag gefahren. Einerseits aus Rücksicht auf Kind, aber natürlich auch, um mehr Zeit in dieser einzigartigen Gegend zu verbringen. Auf einer Reise durchs Outback ist eine Planung für Treibstoff und Lebensmittel sehr wichtig. Manchmal gibt es tagelang keinen Shop oder Tankstelle. Und wir haben auch Shops angetroffen, wo es nur tiefgekühltes Toastbrot und ein paar Konservendosen hatte. Stellt euch mal vor, dass ihr auf einer Strecke vom Bodensee bis zum Genfersee in keiner Tankstelle, in keinem Shop und kaum einem Menschen begegnet. Den Vergleich haben unsere Kinder recht eindrücklich gefunden. Heute haben wir Glück gehabt. In Borolula haben wir die Vorräte auffüllen und ein grosses Barbecue machen. Wenn es dann wieder einmal einen Laden hatte, dann haben wir frische Lebensmittel wie Früchte, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch eingekauft. Die haben wir nämlich auch als erstes wieder verbraucht. Wir haben aber auch Konserven, langhaltbare Lebensmittel und viel Wasser dabei gehabt. Man muss so mit 6 bis 10 Liter Wasser pro Person pro Tag rechnen. Und man muss auch für den Notfall einplanen, wenn man mal ein paar Tage blockiert sein sollte. Im Fahrzeug haben wir einen Aktivkühler von 38 Liter dabei gehabt. Mit dem ist der Platz für frische Lebensmittel für eine ganze Familie limitiert. Wegen der hohen Temperaturen und der holprigen Strassen muss ich auch sonst noch ein bisschen organisieren mit den Lebensmitteln. Vielleicht fragt ihr euch auch, mit was das Kind auf einer Sonnenreise denn spielt oder was für Spielsachen das wir mitgenommen haben. Wir beschränken uns beim Reisen amig nur aufs Nötigste. Farbstifte, Papier, ein Buch oder Kartenspiele. Solche Sachen sind vielseitig einsetzbar und nehmen nicht viel Platz weg. Bei grösseren Kindern finde ich auch Tagebuchschreiben eine gute Sache. In der Natur finden Kinder immer etwas zu machen. Und unsere Kinder vermissen beim Reisen ihre Spielsachen nie. Aber dafür werden sie dann daheim wieder umso mehr geschätzt. Reisen ist Lebensschule für die Erwachsenen, aber genauso für die Kinder. Mir fällt immer wieder auf,
dass beim Reisen der Umgang mit der Natur, Mithilfe, Offenheit und Rücksichtnahme auf natürliche Weise gefördert wird. Hier auf dem Bild beobachtet die zwei gerade die Gottesanbeterin auf dem Äschli, wo der Rico in seiner linken Hand hält. Das Hellsgate Roadhouse liegt schon 50 km nach der Grenze vom Staat Queensland und ist ein wichtiger Versorgungspunkt auf dieser Strecke. Wir haben hier eine Zeitverschiebung. Queensland ist gegenüber dem Northern Territory 30 Minuten voraus. Aber warum heisst das Roadhouse dann Hellsgate? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr von so schönen Strassen in Queensland kommt, ist es hier sozusagen das Tor zur Hölle, wenn ihr Richtung Northern Territory auf die holprigen und staubigen Strassen fahrt. Die Queenslander verstehen unter Raucherstrasse offensichtlich ein bisschen etwas anderes. Und darum empfehle ich euch, dass ihr die Strecke genauso wie wir von Darwin nach Cairns fahrt und nicht umgekehrt. Bevor wir uns jetzt auf die schönen Strassen freuen können, wird es für uns nochmal richtig staubig. Wir nehmen die Abkürzung zum Bodjamula Nationalpark. Der Track biegt bei Domaji ab und die Lokalen haben gemeint, ja, der Track ist tiptop. Aber unser Navigationsgerät hat die Route nicht erkannt und Wegweiser hat es auch keine gehabt. Wir sind durch etliche grosse Rinderstationen gefahren. Und auf diesen weiten, kargen Ebenen war es manchmal gar nicht offensichtlich gewesen, wo jetzt genau der Track verläuft. Aber als es dann grün geworden ist und wir den Fluss durchquert haben, dann haben wir gewusst, dass unser Ziel nicht mehr weit ist. Wir sind in einer grünen Oase gelandet. Im Bodjamula Nationalpark oder Long Hill Gorge, wie man dem Nationalpark auf Englisch sagt, lohnt es sich, mehrere Tage zu verweilen. Wie ihr im Video haben können sehen, lässt sich die Schlucht auf wunderbare, einfache Art per Kanu erkunden. Es gibt auch diverse Wanderwege, die durch die Oase durch oder hier auf die Felsen aufführen, für ein schönes Panorama von diesem schönen Fleckchen Erde. Bodjamula bedeutet Land der Regenbogenschlange. Es ist die wichtigste Schöpfungsgestalt in der Kultur der Aborigines. Aus ihrer Sicht hat die Regenbogenschlange Berge und Täler geformt und ist Hüterin vom Wasser, das hier in der Wüste so wichtig ist. Dass dieser Ort hier für die Aborigines sehr wichtig und heilig ist, haben wir gut nachvollziehen, ja sogar irgendwie spüren. Wir sind von der Schönheit, von der Stimmung mit diesen intensiven Farben in dieser Gegend überwältigt. Der Wunsch der Aborigines ist es, dass man heilige Städte nicht fotografieren. Das haben wir selbstverständlich respektiert und haben die Bilder nur in unseren Herzen mitgenommen. Unsere Reise geht weiter. Nach ein paar Tagen erreichen wir Karumba. Da quartieren wir uns auf dem Campingplatz am Karumba Point direkt am Golf von Carpentaria ein. Da geniessen wir wieder mal die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Wir können Wäsche waschen, dank Wi-Fi können wir uns bei der Familie daheim melden
und wir gehen auswärts essen. Quasi ein bisschen Ferien auf unserer Reise. Der Strand von Karumba, der lädt zum Spazieren ein. Aber ans Baden denkt da niemand, weil das ganze Gebiet ist Heimat von Salzwasserkrokodil. Die Sonnenuntergänge in Karumba, die sind wunderschön und sie lassen sich bei einem kühlen Bier direkt auf der Sunset Tavern geniessen. Für den australischen Volkssport Fischen werden in Karumba Barramundis gezüchtet. Das sind Riesenseebarschen, die dann in den Gewässern vom Norden wieder ausgesetzt werden. Barramundis können im Süßwasser und im Salzwasser leben und werden etwa 1-2 Meter lang. Auf der Führung durch die Fischzucht haben wir dann noch einiges über die interessante Lebensweise dieser Fische lernen. Der Barramundi wird in Australien überall gegessen und es ist ein sehr geschmacksvoller Fisch mit einer guten Konsistenz. Auf unserer Reise bleibt es tierisch. Im Hinterland von Queensland begegnen wir vielen Kängurus und Wallabies. Wallabies sind kleinere Känguruarten. Alle sind Meister der Tarnung und haben sich perfekt an ihre Umgebung angepasst. Gegen Abend muss man auf der Strasse gut aufpassen und es ist nicht mehr empfohlen, dass man bei Dunkelheit fährt. Weil es kommt immer wieder zu Unfällen mit Tieren. Tagsüber muss man auch bei den Kühen gut aufpassen. Die bewegen sich meistens mitten auf der Strasse und ohne Zäune. In der Granite Gorge haben unsere Kinder dann ein besonderes Erlebnis mit Tieren gehabt. Sie haben mit Tierfutter die Rock Wallabies dürfen füttern, die hier in der freien Natur leben. Der Campingplatz der liegt idyllisch am Rand von dieser überraschenden Landschaft, prägt von Granitsteinformationen. Die Schlucht kann man zu Fuß erkunden und man begegnet dann immer wieder diesen kleinen, herzigen Wallabies. Auf dem Campingplatz fühlen sich noch andere Tiere wohl. Und so kann es dann sein, dass man beim Kochen in der Campingküche Besuch überkommt. Ganz zum Entzücken von unserer Tochter, die mir hier gesagt hat, «Mami, es steht ein Rossi in unserer Küche.» Das Tier hier sollte man wohl nicht füttern oder streicheln. Das ist ein Salzwasserkrokodil, das im Daintree-Nationalpark lebt. In dieser Jahreszeit sieht man die Tiere oft am Tag sich am Flussufer von der Sonne wärmen. Weil der Kaltblütler ist es jetzt im australischen Winter im Flusswasser noch etwas kalt. Der Daintree-Nationalpark ist mit einer Fläche von 12'000 Quadratkilometern der grösste zusammenhängende tropische Regenwald auf dem australischen Kontinent. Auf einer Bootstour erklärt uns ein einheimischer Guide die vielseitige Tier- und Pflanzenwelt. Die Australier sind ein aufgestelltes Volk und sie sind immer für ein Späßli zu haben. Ich möchte euch eine Kostprobe nicht vorenthalten, wo uns ein Guide in Kuranda auf der Army Dog Tour begleitet hat. Alrighty. Hold on tight, everybody, as we go in. It will get a little bit bumpy. I'll try my best to make it a nice, smooth transition. Just in case of an emergency, though, I have organised myself a life jacket. But unfortunately, I've only got one. So this is actually known as my life jacket. So I'm not much of a swimmer, to be honest with you. Alrighty, that's the end of the tour. Thanks, guys. Ja, das Ende unserer Tour war das noch nicht. Aber wir haben für die letzte Woche, wo uns in der Region von Cairns noch geblieben ist, das Fahrzeug gewechselt. Der 4x4 mit dem Dachzelt haben wir nach 4 Wochen in ein Büsschen eingetauscht. Der Vorteil von diesem Fahrzeug ist, dass man drinnen sitzen kann, wenn es mal regnen sollte. Der Platz bei 4 Personen ist aber limitiert. Wenn wir die beiden Bettwäsche herrichten, dann mussten wir das Gepäck umplatzieren. Und dann war bei uns der Gang in der Küche verstopft. Und die, die oben innen schlafen, dürfen keine Platzangst haben. Für unser Empfinden war das alles etwas eng und wir hätten uns nicht vorstellen können, für längere Zeit mit dieser Grösse von Fahrzeugen unterwegs zu sein. Und darum mein Tipp an dieser Stelle an euch aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich euch empfehlen, dass ihr doch ein bisschen grösseres Fahrzeug bucht. Dann haben alle genug Platz und das vermeidet Konflikt. Ein Besuch am Meer darf natürlich nicht fehlen, wenn man schon mal in Queensland ist. Im Sonnenstaat befindet sich quasi hinter jeder Kurve ein Strand. Und auch wir haben noch mal ein bisschen Zeit am Meer verbringen. Das Cape Tribulation hat mich schon vor 13 Jahren auf meiner letzten Australienreise fasziniert. Und es war auch auf dieser Reise wieder überwältigend gewesen. Das Cape Tribulation ist der nördlichste Punkt an der Ostküste, wo man noch mit einem normalen PKW hinfahren kann. Weiter nördlich geht es nur noch mit dem 4x4.
Kilometerlange, menschenleere Sandstrände haben wir angetroffen. Vor der Küste haben wir sogar einen Buckelwall gesehen springen. Einzig baden ist da wiederum nicht möglich, weil auch hier leben Salzwasserkrokodile. Aber wenn man baden will, dann gibt es Abhilfe. Auf den Inseln aussen, dort gibt es kein Krokodil und auch keine giftigen Würfelquallen, die während der Regenzeit an der Küste vorkommen. Zum Great Barrier Reef gehören etwa 1000 Inseln. Auf einigen kann man übernachten und ein paar sind auch vom Festland aus in einem Tagesausflug erreichbar. Wir entscheiden uns für einen Aufenthalt auf Fitzroy Island. Da können unsere Kinder ausgiebig schnorcheln und das Highlight war sicher die Wasserschildkröte, die wir über längere Zeit vom Stand-Up-Paddlebrett aus beobachten konnten. Sie ist immer wieder in unserer Nähe auftaucht, um Luft zu holen. Auf der Bootsfahrt retour nach Cairns haben wir dann noch einen springenden Buckelwall gesehen, sozusagen als krönender Abschluss von unserer Reise durch den Norden. Über unsere Eindrücke, die wir in der Region um Cairns gesammelt haben, habe ich euch noch ein letztes kurzes Video zusammengeschnitten. Die Region ist unglaublich vielseitig und man kann hier gut 1 bis 2 Wochen verweilen, ohne dass es einem langweilig wird. Die virtuelle Reise vom Vortrag kommt hier zu einem Ende. Unsere Reise in Australien ist damals noch weiter nach Sydney gegangen. Und wohin führt eure Reise? Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aus dem Alltag entführen und zumindest virtuell nach Australien reisen. Wenn euch das Fernweh packt, dann könnt ihr mich sehr gerne in der Globetrotter-Filiale in Zug kontaktieren. Oder selbstverständlich eure Globetrotter-Reiseberaterin oder euren Globetrotter-Reiseberater des Vertrauens. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und ich hoffe, euch bei einer anderen Gelegenheit dann wieder persönlich sehen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und auf bald.